über das Waisenhaus. Ich finde, es ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist. Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella. Kommen Sie, Annette, das interessiert doch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das... Wo haben Sie davon gehört? Und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in Ihr Untergrundlabor. Also, werden Sie mir jetzt antworten, oder... Dieses Interview ist vorbei. Miststück. Garagenschlüsselkarte. Als ob. Ich glaub's dir selber nicht. Hallo? Was sind die hier? Eventnotiz. Die Station bemüht ist von Monstern. Ich kann selbst hier ihre Schreie hören. Aber es sind nicht die Zombies, vor denen ich Angst habe. Codename Tyrant. Die ultimative Biowaffe von diesem Mistkerl ist absolut zu Geheimarbeit geschaffen. Wenn ich mir vorstelle, dass der hier herumwandert, wir haben ihn wahrscheinlich befohlen, als Zeugen auszulöschen. Der war in letzter Zeit ziemlich ruhig. Ich hätte der mal... Ja, natürlich. Ich muss hier einfach durch. Nimm das Messer. Ach du heilige Scheiße. Falsche Richtung. Nein, jetzt nicht. Das ist der Tyrant. Lass mal bitte. Ich habe gerade größere Probleme als euch. Ach, ich bin so am Arsch. Ich hoffe, ihr habt gespeichert. Sehr cinematisch, aber bitte Leute. Großartig. Ich habe hier unten keine Speichermaschine. Ich habe hier keine. Oh, Save Points. Großartig. Gehen wir bitte durch. Ja, geil. Lässt du mich mal! Jetzt kämpfen macht die keinen Sinn. Lass mich raus hier. Ah, dafür ist das Highspray gewesen. Na, hi. Wie geht's denn so? Also wenn das aufhalten würde. Ada. Wird langsam öde. Deinen Arsch retten schon zweimal. Ich wusste ja nicht, dass du mitzählst. Hör zu, das ist kein Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Hier unten stirbt nichts. Du hast die Karte? Ja. Und das. Hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist. Möglich? Wenn ich es gehört habe. Erst nichts wie raus. Würde ich auch gerade sagen. Bräuchten können wir später. Nicht so schnell wie möglich raus. Aber ich wette mit dir, dass das noch nicht vorbei ist. Ist zu gut, um wahr zu sein. In dieser Regen kommt der Polizei dazu. Ist zu gut, um wahr zu sein. Zu gut, um wahr zu sein. Mit Ada sprechen. Nein, das ist... Kommt noch irgendwas dazwischen, wir haben, ist jetzt nicht vorbei.
Waren das die nötigen Infos? Leider nicht, nein. Okay, wir sind draußen. Nun, wonach genau suchst du denn? Mehr Infos über das glaube ich nicht. Katastrophe. Keine Zombies hier. Was ist mit dir? Versuchst du die Welt zu retten? Ich habe Lieutenant Brenner gesagt, ich hol Hilfe. Dann viel Glück damit. Können wir jetzt nicht einfach abhauen? Irgendein Auto kapern und damit so ein Panzerwagen und damit einfach weg. Ende. Schluss der Geschichte. Straße fällt aus. Durch den Waffenladen da ist wohl der einzige Weg. Das schaffen wir mit so einem Panzerwagen. Wie wir hier getrudelt sind. Was für ein Chaos. Langer Lauf. Na toll. Weniger Platz am Inventar. Und hoffentlich mehr Wumms. Also den Knopf können wir jetzt wegschmeißen oder nicht? Lesen Sie einen Brief, der von Jill zurückgelassen wurde. Mhm. Kendo, du hast wohl deine Gründe zu bleiben. Ich hoffe also, dass du gut auf dich aufpasst. Wenn sich jedoch die Dinge verschlimmern und dein anderer Weg sich verschließt, weißt du, wo du mich finden kannst. Ich werde alles tun, was ich kann. Jill Valentine. Nicht bewegen. Ich werde dir nichts tun. Ich sagte, nicht bewegen. Ich möchte nur hier durch. Ich bitte Sie jetzt, die Waffe zu sehen. Die Hölle tue ich. Sie drehen sich jetzt um und gehen so wieder aus, wie Sie gekommen sind. Bis zum Fick. Ich glaube, Ihre Tochter braucht Hilfe, Sir. Sagen Sie mir nichts über meine Tochter. Weg damit. Nein! Warte! Zur Seite. Wir müssen sie eliminieren, bevor sie mutiert. Eliminieren? Das ist meine verfluchte Tochter. Ada, lass sie einfach. Emma? Süße, du solltest doch drin bleiben. Emma, tun aufhören. Daddy? Ja, Daddy ist hier. Hier. Okay. Und was sagt mir, dass der jetzt sterben wird? Da draußen. Und seine Tochter wird das. Sie sind Cop. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Warum sind wir eigentlich noch kein Zombie? Wir wurden schon so oft gebissen. Sie waren so kleine Engel. Mommy. Mommy schläft schon, Kleines. Okay. Und ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Emma. Ich warte nur darauf, dass die ihm im Hals beißt. Gehen Sie! Lassen Sie uns allein, bitte! Gerne. Will ich ihn nur weg. Weißt du, ist okay, wenn du mir die Wahrheit verschweigst. Aber wir müssen die Wahrheit nicht wissen, wir müssen hier nicht. Ich will keine Geheimnisse lüften. Und die Verantwortlichen aufhalten. Solchen Menschen Nein, zu helfen, will ich nicht. Dafür bin ich Polizist. Meine Mission? Er steht darin, Umbrella völlig auszuschalten. Wir überleben vielleicht nicht. Was auch nötig ist, die Stadt zu retten. Ich bin dabei. Nein, ich hoffe.
Die Stadt ist nicht mehr zu retten. Steht hier zufällig irgendwo eine Schreibmaschine rum? Du kennst die Umbrella Corporation, ja? Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Die haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in uns. Ja, Munition. Warum können wir die nicht? Zerstörbare Monster. Pistolenmunition. Das erklärt die furchtbaren Dinge hier. Warum können wir gerade nicht nachladen? Achso, weil wir die falsche Waffe haben. Und deshalb suche ich nach Annette Birkin. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke. Hier kommen wir zu Annette. Mit dem, was du sagst, passt die Kanalisation. Gut. Schön gesagt. Nach dir. Oh, danke. Schwer vorstellbar, eine echte Forscherin hier unten. Laut Einsatzzentrale führt das direkt zu Umbrellas geheimer Anlage. Komm schon, die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Jumpscare an 3, 2, 1. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. Jumpscare des Todes. Incoming, 1, 2, 3. Ich werde mich trotzdem erschrecken. Scheiße! War das ein Erdbeben? Das will ich doch hoffen. Oha. Was haben wir denn da? Oh, eine Schreibmaschine. Idee. Einmal speichern. Annette finden. Ich komme hier mal gerade eben die Taste verstecken. Können die irgendwo viel gebrauchen? Munition. Okay. Ich nehme trotzdem mal mit, auch wenn ich nicht weiß, ob ich will. Ah, das ist die Mark. Mhm. 15 Ziegenschuss mit Gasmechanik für eine halbautomatische Pistole gewöhnlich kraftvoll und präzise. Aha. Eine besonders starke Pistole. Nochmal speichern. Und rein hier. Hallo Krokodil. Ada ist natürlich weg. So ruhig hier. Jo. Schon wieder? Es ist nicht zu spät umzukehren, Leon. Keine Chance, du hast mich bis zum Schluss am Hals. Und jetzt wird's spaßig. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Leider ja. Warte da. Den müssen wir nicht besiegen. Leon!
kann der will. Autsch. Meine Kisten ausweichen, die wir nicht sehen. Na, das ist ja ein spannendes Level. Einfach nur nicht so in solche Kisten reinrennen. Und nicht in die Schnauze. Oh, weia. Schneller laufen irgendwie. Ich laufe auf der, auch direkt in seine Schnauze rein. So. Na toll. Auf die Schnauze ausweichen. Na toll. Nach links hätte ich gemusst. So schwer ist das gar nicht. Sieht viel schwieriger aus, als es ist. Stimmt nicht bloß du an. Seiten. Verdammte Scheiße! Nach rechts. Jetzt nach links. Schnell nach links! Jetzt wieder rechts hoffentlich. Uff. Ah, guck, dieses Fleischfetzen. Kau da dran, übergroßer Mistkerl. Heilige Scheiße, das war ein... Das war wirklich ein Level. Mhm. Leon, hier oben. Ah. Was zur Hölle war? Komm einfach hoch. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Du sagtest, das Virus verwandelt Menschen in Monster, nicht Reptilien. Guter Punkt. Bin nur beeindruckt, dass du noch in einem Stück bist. Gerade so. Begnügt sich die Dame auch mal. Dass ich das richtig verstehe. Umbrella verkauft Monster wie das da an wen? Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Und Annette macht die Viren. So fürchterlich der Alligator auch war, Annette ist viel gefährlicher. Und was sagt mir, dass wir auf einen mordsmäßigen Bosskampf zu stören? Hier einmal speichern.
Zweifelsohne Williams Werk. Identifizieren Sie sich. Annette Birkin. Ist das die Gesuchte? Kaum noch Zeit. Schieße jetzt noch einen Kopf. Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. Das kriegen Sie nicht. Ich warne Sie, Doktor. Ach ja? Hey! Die mutiert sich doch selber und wird zum großen Bossgegner. Für eine Forscherin. Leon. Du hast doch schon schlimmer ausgemacht. Geh. Schnapp sie, bevor sie verschwindet. Nee, du hast schon anderes durchgemacht. Ich bin direkt vor der Einrichtung. Dazu musste sie sich jetzt ausziehen. Der Mantel wäre ganz hinderlich gewesen. Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. Warum dreht sie ein Beikleid drunter? Laufen Sie ruhig, Annette. Oh, wird es eine Ada spielen. Sieht unser Inventar aus? Schlecht. 9 Schuss hätten wir. EMF Visualizer. Nutzen Sie den EMF Visualizer, um Kabel aufzuspielen und elektronisch zu hacken. Zeit für die Spezialwaffe. Hochklettern noch mal nicht. Ah, hier. Ein Heckkamin. Bist du zu wenig, Roboter? Was machen wir jetzt? Würde ich sagen, die Treppe hoch, aber ist ein Ventilator im Weg. Haben wir jetzt leider angeschaltet. Das war ein bisschen dumm. Aha. So nämlich. Nichts leichter als das. Dann weiter durch die Kanalisation. Mit 9 Schuss in der Pistole. Yay. Boah. Wie kraft. Da können wir doch bestimmt wieder hacken. Jetzt. Ich habe. Was machen wir hier? Ach, Munition verschwenden.
Es ist dumm, dass wir von dieser Seite nichts sehen. Tja. Irgendwas. Das erreichen wir aber von hier nicht. Müssen wir von der anderen Seite kommen. Das ist ein Blödsinn. Müssen wir wieder zurück und. Gut, irgendwas machen, aber warum sind wir dann hier? Durch. Okay, vielleicht haben wir das jetzt durchs Einschalten wieder. Ich krieg's gar nicht. Ah, hier. Ich bin blöd. Ja, das war ein bisschen lost. Wir sollten ein bisschen zurückgehen. Ah, Löchen. Ich glaube, ich finde hier Munition. Ersatz-ID am Band, aha. Munition wäre ganz toll. Verschlossene Tür. Ja, geil. Und nun? Was hat uns das jetzt hier gebracht? Diesen einen Brief, den wir gerade gesammelt haben. Ich habe zwar bereits letzte Woche darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt einen Ersatz-ID am Band. Wir bestimmte Bereiche der Haupteinrichtung können. Das klar, wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen. Unsere Arbeit zu erledigen. Also sagt bitte nicht, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben. Nun komme ich hier wieder hoch. Was soll ich tun? Was will das Spiel von mir? Irgendwas Hackbares? Natürlich. Und was auch sonst. Hätte ich gleich drauf kommen können. Da ist Munition.
Okay, da können wir noch nicht lang. Das sieht doch noch eine tolle Arena für den Bosskampf aus. Feuerlöscher. Hallöchen. Wie lange steht denn der? Ach so, ja, deswegen muss darüber. Ich bin immer noch zu dumm. Ich hab fast keinen Schuss mehr. Das war's. Wird eng, wenn ich keine Munition mehr finde. Ach du Heilige! Hab ich mich erschreckt. Wir sollten hacken, bevor wir gefressen werden. Der an uns knabbern will. Da stehen jetzt alle wieder auf. Messer haben wir natürlich nicht mit dabei. Das funktioniert jetzt hoffentlich wieder. Ich finde mal da oben Heilung. Jetzt habe ich sie. Schade, dass wir keine Munition mehr haben. Immer gut im Weglaufen, Annette. Das muss ich ihn lassen. Wie ist das hin? Hartnäckiger Mistkerl, was? Ach du Scheiße. Der Typ ist wieder da. Ich hab keine Munition da. Heilige Scheiße, wo müssen wir lang? Wo soll ich lang? Bin ich jetzt nicht so gut? Ich hab bestimmt irgendwas hacken. Ach, von innen. Ah ja, toll. Ich komme jetzt an dir vorbei. Bis ich hier mal kapiere, dass ich die Hackfähigkeit habe. Ah, sehr gut.